Ups, ich glaube, ich habe das erste Mal vor euch gerülpst. Was? 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 Hey Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog auf meinem Kanal. Ja, ich sehe heute anders aus. Ich habe mich nämlich geschminkt. Ich habe schon meine Lashes abgezogen. Das sah nämlich noch krasser aus, gerade vorhin. Aber ich habe keinen Bock mehr, jetzt geschminkt zu sein. Also es ist 23 Uhr oder so. Ich schminke mich jetzt ab, weil ich gehe heute nirgends mehr hin. Ich wollte die Farben von meiner neuen Palette ausprobieren. Das Video kam übrigens schon online. Ich will irgendwie heute, dass der Tag vorbeigeht. Ich könnte diese Tage an den. Es war nichts Schlimmes oder so, aber ich wollte einfach, dass der Tag vorbeigeht. So, ein Tag ist heute. Und jetzt schminke ich mich ab, dann mache ich mir was zu essen. Und dann will ich einfach nur Netflix gucken und einschlafen. Wow. Looking like a snack. Ah, die Wimpernusche brennt. Leute, irgendwie sind in letzter Zeit überall. Ich fühle mich gerade ungeschminkt viel schöner als geschminkt. Irgendwie sind in letzter Zeit überall Insekten im Haus. Jetzt endlich abgeschminkt. Jetzt gucke ich, was ich mir zu essen machen kann. Und schreibt mir mal in die Kommentare viele Netflix-Filme, denn ich weiß in letzter Zeit nicht mehr, was für Filme ich gucken kann. Beziehungsweise soll. Okay, ich hole mir jetzt was zu essen. Okay. Wir sind gerade die Softcakes runtergefallen. Und ich habe mir einen Salat gemacht, weil irgendwie voll schlecht und ich habe Bock auf was Frisches gehabt. Jetzt habe ich einen Salat gemacht, ich habe Wasser geholt, weil Wasser ist Rilli. Rilli. Ups, ich glaube, ich habe das erste Mal vor euch gerülpst. Nee, habe ich glaube ich schon öfters. Oder ich habe es rausgeschnitten, ich weiß nicht. Egal, heute sind wir mal real. Scheiße. Jo, ich glaube, ich gucke jetzt einen Film auf Netflix an. Ich gehe jetzt ins Bett und schaue eine Runde Netflix. Ich muss mal gucken, was gibt es denn für Filme. Sage mal, wir wollen heute so gucken, das ein oder andere Filmchen sollte gekrönt werden. Mein Video ist fertig gerendert. Das ziehe ich jetzt erstmal auf den Desktop. Jetzt gucke ich, was ich, was es bei Netflix so für neue Filme gibt. Das ist voll gut, dass ich jetzt einen Salat habe, weil dann kann mein Essen nicht kalt werden. Job at the New York Post. Gross. Why are you smiling this early in the morning? It's unnatural. Scheiße, was kann ich gucken? Ich will ein Drama sehen, Leute. Because today I'm a drama queen. Kiss and cry. Also das ist bitte zu viel Drama hier. Nee, das ist mir zu viel. Die Triebe wird zum Leben weg. 6 Jahre, nee, habe ich anscheinend schon angefangen, habe ich aufgehört. Anscheinend war der scheiße. Spaß, vielleicht war der gut, vielleicht bin ich einfach nur eingeschlafen. Also ich rede gerade voll schnell. Ich will doch einfach nur meinen Salat essen, ey. Pickpockets, Meister im Stehlen. Nee, ist nichts für mich. Warum ist das so schwierig, ey? 2 an einem Tag. I. Da geht jemand fremd oder so. Paradiesliebe, One Night. One Night Stand wäre da schon besser. Ich will doch einfach nur ein Drama sehen. Er liebt seine Freundin, die ihn unbedingt entjungfern möchte. Warum also geht ihm diese Junge nicht mehr aus dem Kopf? Er liebt seine Freundin, die ihn... Achso, ja, okay. Ups. Warum also geht ihm diese Junge nicht mehr aus dem Kopf? Ach, der ist schwul! Und er liebt seine Freundin. Ah, jetzt! Ich dachte gerade, die sind mit so vielen Personen hier. Plan B für die Liebe. So ist Single, beschließt er noch ein Kind zu bekommen. Doch, was wird Mr. Wright von ihrer Schwangerschaft halten? Ja, den gucke ich. Ich gucke jetzt Plan B für die Liebe. Gucken, wie der ist. Achso, ich sag's euch dann später, wie der ist. Ich gehe danach schlafen. Ich glaube, ich melde mich dann nicht mehr. Good night, my dears. Yay, Fokus. Was geht? Auf fokussieren, oder? Hallo? Hallo. Hey! Also, es ist der nächste Tag. Ich bin aufgewacht. Ich habe schon gefrühstückt, dies und das. Und die andere, die ist... Ich dusche jetzt gleich, es ist mega geiles Wetter wieder, das macht so voll mein Herz glücklich, Alter. Wenn geiles Wetter ist, ich bin dann so direkt glücklich. Wenn gutes Wetter ist, dann ist direkt mein Herz glücklich, habe ich jetzt schon zum dritten Mal gesagt. Hey, ich habe heute voll Bock, so ein richtiges fettes T-Shirt-Kleid anzuziehen, aber ich habe kein langes T-Shirt. So, that's gonna be a problem. Ich dusche jetzt auf jeden Fall erstmal, weil ich fühle mich voll eklig, aber davor räume ich mein Zimmer auf, dass wenn ich dann frisch geduscht in mein Zimmer komme, dass dann so richtig geil, geil, geil ist, weil ich dann so aufgeräumt bin und sauber. Hallo Fokus, bitte, hallo, guten Tag. Ich habe gerade geduscht, was unschwer zu erkennen ist. Ich habe mein Zimmer aufgeräumt, dies, das und die andere, die ist... Ich sag's nicht, Leute, ich sag's nicht. Jetzt mache ich meine Haare, schmink mich, dies, das und die andere, die ist...
Ich sag's nicht, Leute, ich sag's nicht. Und? Ja. Geil, 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 geil. Ich zieh mich jetzt an, weil nicht, dass mir hier noch etwas entgleitet. Also, ihr steht jetzt nicht auf der Klopapierrolle, aber ihr steht auf... Ach, ist auf einem Pinselständer. Klingt immer alles so komisch, worauf ihr steht. Warum steht ihr auf so komische Sachen, ihr Perverslinge? Also, ich habe gerade meine Haare geglättet. Geföhnt und geglättet. Und ihr fragt mich immer, wie ich meine Haare pflege. Ich pflege sie eigentlich gar nicht. Ich pflege sie eigentlich fast gar nicht, was eigentlich traurig ist. Aber... Also so, ich klatsche gerade immer nur richtig viel Öl rein. Weil die dann so platter sind, weil sonst sind meine stehen die ab wie ein Strungshasenpflärtchen. Ich weiß nicht, ob ich was mit dieser Palette machen soll. Aber think the fuck nah. Eyeliner oder kein Eyeliner, ich weiß es nicht. Ich schmink mich jetzt, glaube ich, mal. Noch mit meinen Augenbrauen. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr bei mir mehr diese Insta-Eyebrows mögt, die sehr voll so die richtig fett anfliegt. Oder eher so a bit more natural. Schreibt es mir in die Kommentare. Ich bin gespannt auf euer Feedback. Oder vielleicht bin ich auch gar nicht gespannt auf euer Feedback. Man weiß es nicht. Ihr werdet es nie erfahren. Okay, sind sie natural oder sind sie nicht so natural? Leute, ich habe 2 Striche Akku. Ich glaube, ich lade jetzt die Kamera auf, weil wir gehen gleich Bilder machen. Und dann schminke ich mich in der Zeit, wo die Kamera auflädt. Und dann, wenn ich fertig geschminkt bin, zeige ich euch mein Make-up. Und dann geht's auch schon los, Bilder machen. Also Leute, ich habe mich jetzt fertig geschminkt. Ich habe ein bisschen Cut-Freeze gemacht, aber habe das so ausgeblendet. Also deswegen. Jo, und gleich essen wir. Ich gehe gleich, Maria kommt mit Bilder machen. Und wir fahren wieder dahin, wo wir letztes Mal waren, bei diesem Parkhaus-Dings. Ja, ich weiß nicht, was ich anziehe für die Bilder, aber wir gehen erstmal gammelig und wir nehmen ganz viele Outfits mit, sodass wir Spots wechseln können und Outfits wechseln können. Also wird richtiger Shooting Day und vielleicht habe ich danach wieder ein Date oder ich weiß nicht. Also Maria und ich machen Bilder bis 19 Uhr und dann mal schauen. Jetzt gibt es aber erstmal gleich Essen, weil meine Mama hat Gyros gemacht. Ich liebe diese Frau. Ich habe so Hunger. Yummy. Fokus. Junge, du Stress, du kleiner Bastard. Was ist los? Jetzt wird erstmal gegessen. Geil. Was sagen Sie dazu? Oh mein Gott. Und da Tzatziki. Bestes Leben. Erstmal jetzt stärken gehen und danach fett shooten. Yummy. Oh! Ich putze mir jetzt gerade noch die Zähne. Und gleich geht's los. Maria, was hast du gefunden? Ja, ich packe gleich Kaugummis an. Ich nehme dir einfach mal so eine Packung mit. Da sind, glaube ich, 5 Stück oder so drin. Okay, Maria darf Kaugummis nicht vergessen, weil ich habe gerade Tzatziki gegessen. Ich habe nachher ein Date. Das wird kritisch. Ich habe voll Ethik. Guck mal, das zieht voll Fäden. Ich finde mich selber so eklig, Alter, weil ich kotzen muss. Alter, was ist denn jetzt so? Oh mein Gott. Was ging denn jetzt ab, Alter? Alter. Ich habe mich gerade selber zum Kotzen gebracht. Das war gerade richtig komisch. Ich habe mich einfach gerade selber. Ich fand es gerade so eklig, dass ich mich selber. Es war eigentlich nicht mal eklig, aber ich habe mich gerade selber zu fassen. Kosten gebracht. Ich war froh, dass nichts hochkam. Mama mia. Jetzt läuft mir die Nase, weil ich so viel würgen musste. Und ja, mal gucken, was ich alles einpacke für Sachen. Und dann kommen jetzt einfach ein paar Outfits, ein paar Schuhe, alles hier rein. Und dann würde ich sagen, geht's los. Also Maria ist da. Ups, Fokus. Ciao, sie ausländische Mutter. Durch Wasser sie werden. Ciao. Also ich habe ganzes, Marie, ich habe sogar Hut dabei, wir haben alles geil. Mögliche, Cap, ja. Bauchtasche, alles. Fokus. Und jetzt werden richtig hart Bilder geballert, jetzt machen wir, hast du Kaugummis dabei? Ja. Geil. Oh, es sieht voll sommerlich aus. Ja. Geil. Wir sind jetzt wieder beim Parkplatz, Leute, das ist unsere Kulisse. Und es ist Sonntag, das heißt, hier ist niemand, heute ist wirklich niemand hier.
Und es ist hell, deswegen passiert jetzt auch nichts Gruseliges hoffentlich. Boah, hey, das sieht voll. Guck mal, das Licht, Maria, ist voll geil hier zum Bilder machen. Insel ist voll schön Sonne. Wir können auch da so drauf sitzen. Stimmt. Da so angelehnt. Oh komm, wir machen alles, Alter. Oh mein Gott. Ein paar Nächte dabei für Marvin McKinney. Echt jetzt? Geil, Alter. Also, ich habe jetzt nur so ein T-Shirt an. Mal gucken, Outfit Nummer 1, ein T-Shirt. Geil, hier ist einfach niemand. Da hinten ist zwar ein Auto. Wir ziehen uns gerade mitten auf dem Parkplatz um und wir haben vergessen, dass hier überall sind Häuser und so. Maria, ich könnte uns alle beobachten, gell? Ja, ich würde auch verlieren, wenn die auch. Okay, komm, okay, jetzt haben wir das erste Outfit geshootet. Jetzt kommt Outfit Nummer 2. Geil. Hey, es macht so Spaß. Wir nutzen jetzt richtig fett aus. Wir können eigentlich auch gleich mal wieder nach da hinten gehen, an dem Pfosten. Das sah nämlich auch richtig aus, weil das ist sauber. Cool. Also, wir haben jetzt, wir sind hier schon bei Outfit Nummer 4. Zwischendurch habt ihr es nicht gesehen. Und ich sterbe gerade vor Hitze, Alter. Es ist so heiß, wir machen Pulli, aber was tut man nicht alles für Bilder? Folgt uns auf Instagram, weil da kommen jetzt richtig krasse Bilder. Alles wie immer in der Infobox verlinkt, weil ich bin wahrscheinlich zu faul, hier das einzublenden, deswegen. Okay, komm, setz dich mal das auf den Boden. Leute, letztes Outfit. Oh, warte. Ah, jetzt. Leute, letztes Outfit. Jetzt noch einmal kurz durchballern. Wir haben richtig, richtig viele Outfits und richtig geile Bilder, glaube ich. Aber beim Aussortieren merkt man, dass es gar nicht so viele Bilder sind. Es sind einfach so geil. Viele Bilder. Man fühlt sich direkt irgendwie wieder hübscher. Ist so. Oh, dezent überbelichtet. Hallo. Also Leute, wir haben unnormal Durst, es ist richtig heiß. Aber gefühlt, guck mal, hier ist auch noch überall Metall und dann noch die Sonne, die knallt voll drauf. Gefühlt 40 Grad. Ist so. Ja, vorhin war es nur 25 Grad, aber es ist jetzt wärmer geworden sogar hier. Hier ist aber auch übel warm, weil hier ist kein Schatten. Also hier ist nur Blech überall. Ist halt mit der Dachterrasse so. Hey, jetzt fahren wir nach Hause. Wir haben richtig arg Durst. Und seid gespannt auf die Bilder, Alter Maria. Boah, die sind krank. Euch erwartet was auf Instagram. Euch erwartet echt was, hey. Ja, Mann. Das ist der Moment, wo man sich einfach selber pusht. Ja, es ist so sommerlich. Habe ich einen Make-up-Rand eigentlich? Hi, es ist der nächste Tag. Ich habe voll vergessen, mich zu melden. Ups. What a good Vlogger, what a good Vlogger. Geil, geil, so macht Vloggen richtig Spaß, Leute. Ich habe gerade auf jeden Fall mein Video geschnitten, das Make-up-Video. Und ich muss gleich jetzt noch. Oh mein Gott! Hallo? Hallo? Mann, ich dachte jetzt an Geist. Ich muss jetzt auf jeden Fall gleich die Bilder von, die ich gestern mit, die ich gestern mit Maria gemacht habe, ist ja alles noch in dem Vlog drin, muss ich gleich überspielen, habe ich nämlich gestern Abend nicht mehr geschafft. Wo war ich denn wohl? Habe ich euch gesagt, dass ich ein Date hatte? Oh Leute, weil ihr seid gestern auf Instagram übelst ausgerastet. Ich habe nämlich ein Bild hochgeladen, wo mein Arsch richtig groß aussieht. Und ihr sagt, ihr habt richtig viele haben gehatet, oder was heißt gehatet, halt gesagt, ich hätte meinen Arsch bearbeitet und so, dass er größer aussieht. Ich schwöre bei Gott, habe ich nicht. Ich kann euch sogar beweisen, dass ich nicht habe. Warte, bei dem Bild hier haben alle gesagt, dass ich meinen Arsch bearbeitet habe. Es sieht, also mein Arsch sieht da echt groß aus, aber das ist, weil der Pulli so komisch überlappt hat. Hallo? Und es dann im Kontrast zu meinem Pulli halt viel größer aussieht. Ich kann euch... Ach scheiße, das geht ja jetzt gar nicht. Warte, ich wollte euch gerade von der Kamera, dass ihr wisst, dass es nicht bearbeitet ist. Das Originalbild zeigen, aber es geht gar nicht, weil ich ja mit der Kamera filme. Hä, wie kann ich euch das denn jetzt zeigen? Eigentlich muss ich mich gar nicht rechtfertigen so, aber es regt mich halt auf, dass voll viele das denken. Warte, ich kann euch das unbearbeitete Bild zeigen. Jetzt, ich will es euch eigentlich von der Speicherkarte zeigen, weil jetzt kann es ja sein, dass ich euch verarschen würde. Auf jeden Fall ist es nicht bearbeitet gewesen. Es ist alles eine Sache der Perspektive, der Pose. Und dann hat es halt noch betont wegen dem Pulli. Ja. Ach, Leute. Auf jeden Fall, denkt, was ihr wollt, so. Ja. Wir gehen stramm auf die 100k zu, Leute, auf Insta. So, folgt mir auf Instagram. Da wird das ein oder andere Bild geballert. Und zwar täglich. As on YouTube with my videos. So, please follow my Instagram-Account. Ganz kurz, ich krieg die Krise. Ich habe erstens mal wieder da oben, man sieht es nicht, ich zoome jetzt nur ein bisschen ran, dass ihr euch nicht erschreckt. Da ist auf jeden Fall eine Spinne am Hausen. Zeig dich. Mann, warum sieht man sie nicht? Ach Mann, das ist auf jeden Fall eine Spinne. Ist egal.
viel interessanter ist, was sich über meinem Bett abspielt. Da ist nämlich etwas, was fliegen kann. Obviously. Aber es hat einen Stachel. Riesig des Todes. Ich habe sowas noch nie gesehen. Ich zeig's euch jetzt. Ich weiß nicht, was es ist und warum es so einen riesen Stachel hat. Warte. Focus please on this Viech. Seht ihr das? Es ist einfach ein Stachel, was es da hinten dran hat. So, gib mir mal bitte, was das für ein fetter Stachel ist. Was ist das bitte? Ah! Wo ist es? Das war viel zu laut. Ups, ich wollte euch nicht die Ohren weghauen. Das sind meine Ohren weggehauen. Alter Leute, es ist weg. Ich weiß nicht, wo es ist. Ich habe gerade eben das Fenster aufgemacht. Ihr habt es genau in meiner Insta-Story gesehen. Folgt mir auf Insta. Ich habe das Fenster aufgemacht. Und vielleicht ist die Story sogar noch online. Also folgt mir auf Insta. Die Spinne sitzt immer noch da oben. Das andere Ding, ich habe gerade das Fenster aufgemacht, plötzlich ist es gesprungen. Alter, was hat das noch für Talente? Das kann fliegen. Hat einen urriesendimensionalen Stachel gehabt. Mal gucken, ob ihr wisst, ob ihr mir schreiben könnt, was es ist bei Insta. Hier ist auf jeden Fall gesprungen. Ich habe jetzt das Fenster zugemacht. Ich gehe jetzt raus aus meinem Zimmer. Ich komme hier nie wieder hin. Ich lasse alles verbrennen. Die Kekse sind noch auf dem Bett. Ich traue mich nicht dahin, weil es könnte auch im Teppich überall sein. Aber ich will meine Kekse essen. Was war das aber für ein Stachel? Yeah, weg hier. Okay, Leute. Ich glaube, falls nichts Spannendes mehr passiert, dann beende ich den Vlog hier. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben oder nach unten. Gebt mir nach unten oder nach oben. Abonniert meinen Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen. Jeden Tag kommen auf diesem Kanal Videos. Es wird durchgeballert. Und wir sehen uns morgen wieder. See ya. Love ya. Tierra de la plancha. Bleiben wo kacken. Bye.